Dieses Video ist nur eine Ergänzung zu einem Artikel, den ich geschrieben habe, und der Link zu diesem Artikel befindet sich unter diesem Video, also wenn Sie das jetzt auf YouTube sehen. Also das erste Wort der Bibel ist ganz einfach, Bereshit. Das kennen viele und es ist nicht nur im Anfang, sondern insbesondere auch in der Hauptsache, denn wenn wir hier die drei Zeichen sehen, also hier die Resh, dann die Aleph und die Shin, diese drei Zeichen zusammengelesen, ist Rosh, ist das Haupt in der Hauptsache. Stellen wir diese sechs Zeichen einmal um in eine andere Reihenfolge und dann bekommen wir das Shirat Av. Und das ist das Lied des Vaters. Die gleichen sechs Zeichen, mit denen die Welt beginnt, die Bibel beginnt, die Schöpfung beginnt, kann man umstellen zu dem Lied des Vaters. Es hat also etwas mit Gesang zu tun, mit Singen zu tun. Eine neue Schöpfung ist etwas Fröhliches, ein Gesang, der Gott preist, der lobt, der sagt, jetzt ist etwas durchgebrochen, jetzt ist etwas da, wovon ich spüre. Ja, darum geht es. Wir können die Buchstaben nochmal in eine andere Reihenfolge bringen und erhalten was Ähnliches. Nämlich Shir Avot. Hier vorne haben wir Shir, ist es der Gesang, das Singen als Verb, das Lied. Insbesondere der poetische Ausdruck von etwas. Also nicht der grammatikalisch korrekte Ausdruck, sondern der poetische Ausdruck, der eine andere Ebene in uns erreicht. Und dann haben wir für Väter das Wort Avot. Hier hinten ist normalerweise noch eine Waff drin, aber in der Bibel kommt das Wort Avot für Väter auch in dieser Form so geschrieben vor. Und das hat damit zu tun, dass Av an sich, der Vater, Einzahl, männlich, nicht sichtbar ist. Es kann nicht erscheinen, der Vater kann nicht erscheinen. Aber in Form der Väter werden viele einzelne Aspekte des Vaters gezeigt. Und deswegen bekommt das männliche Wort Av, also hier Av, hinten die Taf daran gehängt für einen weiblichen Plural. Also es heißt Vater in der Einzahl. Wenn wir es aber in die Mehrzahl bringen und würden es mal versuchen im Deutschen auszudrücken, müsste man sagen Väterinnen. Der Vater und die Väterinnen. So liest man das im Hebräischen. Da ist es natürlich völlig normal, weil man das gar nicht anders kennt. Das hat damit zu tun, alles, was vom Männlichen sichtbar ist, was mit Vater zu tun hat, zeigt immer nur Aspekte. Die vielen Aspekte deuten auf den einen im Unsichtbaren hin. Deswegen Shir Avot. Jetzt haben wir einen weiteren Zusammenhang mit dem Lied in Bezug auf den Menschen. Menschen, Hebräisch, Adam, kann man auch lesen, Ani, Dome, wie eine Kurzform von dem Wort Ich gleiche. Und worin gleicht sich jetzt der Mensch? Womit vergleicht er sich? Und wessen Gleichnis ist er? Egal, wie wir das jetzt auch formulieren. Und er erzählt das Wort etwas ganz Wunderbares. Denn wir haben hier in dem äußeren Wert, Aleph, Dalet, Mem, haben wir die 45 in der Summe. Der gegenüberliegende Wert, der Atbash-Wert, ist hier die 400, die 100 und die 10 sind die 510. Und genau vice versa haben wir das bei dem Wort Shir für Singen oder im Lied. Und da haben wir hier die 510 im äußeren Wert, 300 für die Shin, 10 für die Jod, 200 für die Resh und gegenüberliegend ist die 2, die 40 und die 3. Und dann bekommen wir hier die 45 im Atbash bei Shir, entspricht der 45 im Äußeren bei Adam, dem Menschen. Und die 510 im Äußeren bei Shir ist die 510 im Atbash. Jetzt haben wir einmal die 555, nämlich vertikal, 510 plus 45. Und man könnte sagen, es ist die sichtbare Seite und die verborgene Seite des Menschen in Summe 555. Desgleichen beim Shir, beim Lied, beim Singen haben wir auch 555. Das ist vertikal. Nehmen wir das Wort als horizontalen Ausdruck Shir Adam,
dann ist es das Lied des Menschen oder der singende Mensch. Und dann haben wir auch 45 bis 5 plus 510, kommen wir auch auf 555. Und könnte man damit sagen oder dadurch sagen, dass der Mensch, der singt, eigentlich damit seine andere Seite zum Ausdruck bringt, seine verborgene Seite und sich als Ganzes fühlen will, sich neu fühlen will, mit der Schöpfung zu tun hat. Ich singe ein neues Lied, ich singe Gott ein neues Lied, ich singe Gott in mir ein neues Lied, ich fange an neu zu denken, gehe neue Wege, nicht immer die alte Leier, sondern ein neues Lied. Hat damit auch unser Musikgeschmack zu tun, dass das, was wir mögen an Musik, eine Seite von uns zeigt, die wir vielleicht sonst nicht zum Ausdruck bringen. Kinder singen so gerne. Menschen, wenn sie in einer besonderen Stimmung sind, bringen sie das durch ein Lied zum Ausdruck. Bestimmte Lieder in bestimmten Situationen. Man singt doch keine Trauerlieder bei der Hochzeit und bei der Beerdigung. Was singt man da für Lieder? All das hat mit der anderen Seite von uns zu tun. Das zeigt sich wunderbar in dem neuen Jahr, in dem Anfang Rosh Hashanah. Hier ist das Haupt des Jahres. Es ist nicht nur ein Neuanfang, sondern es ist eine neue Schöpfung. So wie jede Sekunde eine neue Schöpfung ist und dein Leben immer wieder neu geschöpft werden will. In diesem Sinne, Rosh Hashanah.